Ich wollte mal ganz kurz mit denen quatschen. Haben Sie Ihr Nickchen genossen, Ryder? Hey, heftiger Weckruf, was? Mit sowas als erstes nach der Stase hatte ich nicht gerechnet. Okay, dann können wir jetzt hier mit T. Perro sprechen. Ryder, geht es meiner Schwester gut? Sarah ist okay. Ihre Vitalwerte sind bestens, aber der Wiederbelebungsvorgang wurde unterbrochen. Und wann kann sie aufwachen? Wir wollen nichts überstürzen. Sam? Meine Verbindung zu Sarahs Implantat wurde unterbrochen, aber ihr Puls, ihre Atmung und Hirnaktivität sind völlig normal. Um sicher zu gehen, behalten wir sie noch eine Weile im Koma und lassen ihren Körper dann auf natürliche Weise das Bewusstsein wieder erlangen. Sie schafft das schon. Freut mich, das zu hören. Danke, Lexi. Halten Sie uns auf dem Laufenden. Ich warte an der Tür auf Sie, Ryder. Kommen Sie hier, sobald wir los können. Okay. Wir lassen vorerst alle, wie es ist, aber ich will eine rund um die Uhr überwachen. Ja. So. Kann ich hier schon irgendwas machen? Okay. Okay. Boah. Wenn das Bild zurückkommt, das ist aber hardcore. Was die Fehlfunktion untersuchen. Hey, hier oben. Was auch immer die Arche getroffen hat, hat alles gegrillt. Wir müssen die Energielast ausgleichen, sonst könnte es zu einer Explosion kommen. Aber wir wissen nicht, wo der Defekt ist. Ryder könnte ihn finden. Er hat einen Scanner. Schnell, Ryder, setzen Sie ihn ein, um den Defekt zu lokalisieren. Bin schon dabei. Ich werde versuchen, Daten über die zweite Leitung zu erhalten. Hey, du kümmerst dich hier um. Ich überbrücke das Sicherheitssystem. Alles klar. Dieses Element funktioniert einwandfrei. Es gibt keine Hinweise auf einen Defekt. Relais 2C weist Beschädigungen durch eine Temperaturschmutze auf. Okay. Ich habe das Problem gefunden. Ein defektes Relais. Ryder, könnten Sie das System zurücksetzen? Ja, da vorne. Das war's. Es wurde zurückgesetzt. Kann ich. Gute Arbeit, Ryder. Jetzt können wir uns auf den Weg zur Bahn machen. Okay. Ich folge dir. Dann. Wir sind gerade erst in Andromeda angekommen und stecken schon in Schwierigkeiten. Es ruckelt bei dir. Moment, ich lass mal meinen Stream mitlaufen. Ich bin mir nicht sicher, ob Ihr Vater das auch so sehen wird. Also dann, bringen Sie uns mal zur Brücke. Dann. Ja. Es ruckelt bei dir. Moment, ich lass mal meinen Stream mitlaufen. Das sehe ich auch. Aber ich kann dir jetzt nicht sagen, warum es ruckelt. Ja. I don't know. Das sehe ich auch. Aber ich kann dir jetzt nicht sagen, warum es ruckelt. Steuerkontrolle, Bericht. Wir driften. Die Flugsteuerung reagiert nicht. Wir müssen die Energieversorgung stabilisieren. Hauptenergie ist ausgefallen. Wir laufen auf den letzten Reserven. Unsere Position? Unbekannt, die Telemetrie ist defekt. Sam, wir brauchen mehr Daten. Ich kalibriere das Sensorgitter. Alec, bitte. Sie sind zwar der Pathfinder, aber das ist mein Schiff. Das Protokoll ist eindeutig, Captain. Besteht kein Kontakt zu Nexus oder den anderen Archen. Begeben wir uns zur vorgesehenen goldenen Welt. Auf festem Boden. Falls es sie überhaupt gibt. Niemand hat irgendetwas von einer Energiewolke gesagt. Oder womit auch immer wir es hier zu tun haben. Eric, ich muss die Schäden einschätzen und Reparaturen einleiten. Wir haben 20.000 schlafende Menschen an Bord. Geben wir ihnen die Chance aufzuwachen. Was denken Sie?
Mein Vater hat nicht ganz unrecht. Fester Boden klingt im Moment ziemlich gut. Ja, ziemlich aber... Ziemlich gut. Ist nicht gut genug. Ja, Sir. Wir kommen raus! Mein Gott! Ist das unsere goldene Welt? Das ist Habitat 7, die neue Erde, wenn wir Glück haben. Alle unsere Langstreckenscans haben sie als die perfekte Welt für eine Besiedlung ausgewiesen. So sieht sie aber nicht aus. Stimmt, der Planet wirkt ziemlich unwirtlich. Stimmen die Scans? Gute Frage. In 600 Jahren kann sich viel verändern. Sam? Die Energie des Phänomens stört unsere Sensoren. Planetare Bedingungen sind unbekannt. Wir sind havariert und treiben mit 20.000 Seelen durchs All. Wenn uns die Energie ausgeht, wir müssen wissen, ob wir dort leben können. Und wenn nicht? Dann muss ich als Pathfinder eine Alternative finden. Dafür wurden wir ausgebildet. Aber mit etwas Glück sind wir schon zu Hause. Gut, aber beeilen Sie sich. Harper, der Rest des Teams sollte jetzt wach sein. Lassen Sie zwei Shuttles bereit machen. Wir starten 30 Minuten. Ja, Sir. Er ist dickköpfig, nicht wahr? Schwer zu sagen. Wir sind zwar verwandt, aber ich weiß trotzdem nicht, was in ihm vorgeht. Ja, Hauptsache, er weiß, was er tut. Es gibt hier keine Kavallerie, die uns retten kommt. Ich brauche den Status der Reparaturen. Ohne Sensoren sind wir blind. Schwer zu sagen. Wir sind zwar verwandt, aber ich weiß trotzdem nicht, was in ihm vorgeht. Hauptsache, er weiß, was er tut. Es gibt hier keine Kavallerie, die uns retten kommt. Ich brauche den Status der Reparaturen. Ohne Sensoren sind wir blind. Sarah wird's hassen, dass sie das hier verpasst. Sind alle Riders Adrenalin-Junkies? Ich schätze, es liegt uns im Blut. Sie kam eine Minute vor mir auf die Welt. Sie konnte es nicht erwarten. Nur keine Sorge. Ich bin mir sicher, sie kommt durch. Ja. Und sie wird Geschichten hören wollen. Also gehen wir da raus und erleben welche. Okay. Sie sollten ihren Helm holen. Und machen Sie vielleicht nochmal am Glücksstein halt. Okay, ja. Aufbrechen. Am was? Ein alter Aberglaube ihres Vaters. Da vorne. Hey, da war was. Okay. Erledigt. Sehr schön. Moment. Kann ich irgendwo auf Sachen zugreifen? Ah, da. Alter, lass bitte jetzt mal ins Inventar. Gesperrt. Ich habe den Waffenschrank geöffnet. Rechnen wir mit Problemen, Sam? Es ist lediglich eine Vorsichtsmaßnahme. Bitte bewaffnen Sie sich, Ryder. Laut Analyse handelt es sich um Alkalifeldspat und Quarz, allgemein bekannt als Granit. Wir haben Andromeda doch gescannt. Okay, dann holen wir uns die Waffe. Eigentlich sollte ich in der Version auch andere Waffen frei haben. Wahrscheinlich kann ich die später freischalten. Weil ich habe hier nämlich die Deluxe-Edition bekommen. Da sollten eigentlich so ein paar Sachen dazu sein, aber ich weiß auch nicht, ob das nur für Multiplayer war. Im Moment nicht deutlich dringender als wir? Der Pathfinder will einen Arzt vor Ort. Und ich will mir unser mögliches neues Zuhause ansehen.
wissen wir nicht, was uns dort erwartet. Dafür habe ich meine Zange. Wenn es Zähne hat, werden sie rausgerissen. Okay, Leute. Aufbruch in 5 Minuten. Sir, das Team wurde wie befohlen bewaffnet. Sollten wir irgendetwas wissen? Angesichts der Situation erschien es mir sinnvoll. Ohne Sarah sind wir einer zu wenig. Ich habe gehört, was passiert ist. Aber deine Schwester ist stark. Sie schafft das. Wir haben gewettet, wer als Erster eine neue Welt betritt. So wollte ich nicht gewinnen. So wie ich Sarah kenne, wird sie schon bald mit dir wetten, wer auf den höchsten Berg klettert. Jetzt musst du dich aber auf die Mission konzentrieren. Verstanden. Eure Mutter wäre stolz auf euch beide. Okay, herhören. Sie alle sind nicht nur wegen ihrer Fähigkeiten und Leidenschaft Teil des Pathfinder-Teams, sondern auch, weil sie genau wie ich Träumer sind. Wir träumen davon, das Unbekannte zu erforschen, den Rand der Karte zu erreichen und herauszufinden, was dahinter liegt. Die Menschen werden auf diesen Tag zurückblicken und sich erinnern, dass wir an unserem Traum festgehalten haben. Dass unsere ersten zaghaften Schritte in Andromeda der Beginn all dessen waren, was Sie kennen. Wir haben nur eine Chance, die Ersten zu sein. Lassen Sie uns Geschichte schreiben. Darauf habe ich 600 Jahre gewartet. Bisher muss ich echt sagen, sieht es richtig gut aus. Also mir gefällt das bisher richtig gut. Verstanden. Sehr gut. Wow, sehen Sie sich das an? Was auch immer das ist, es hat die Hyperion lahmgelegt. Vermute eine instabile Ansammlung dunkler Energie. Wenn du es sagst, halten Sie sich fern. Hier ist ganz schön was los. Gravitationsanomalie. Komm, gib mal Gas da. Ich beschleunige auf Reisegeschwindigkeit. Ja. Ich hatte in der Milchstraße keine Gelegenheit, mich vorzustellen. Liam Costa, Sicherheitsexperte und Spezialist für Sondereinsätze. Freut mich, Liam. Kaum zu glauben, endlich ist es soweit. Besser als nur darüber zu lesen. Reduziere Geschwindigkeit der Planeten. Oh oh. Ach, wirklich? Ihr Jetpack hat eine Fehlfunktion. Bring das in Ordnung! Erreicht tödliche Geschwindigkeit. Sir!
Ryder hier. Bitte komm. Hyperion, Sam, hört mich jemand? Vergessen Sie's, Ryder. Sam ist offline. Der Comlink ist tot. Hier war erstaunlicherweise nicht. Okay. So. Was ist mit den anderen? Keine Ahnung. Alles ist verschwommen. Der Shuttle ist auseinandergebrochen. Und was für ein Albtraum. Ja, das wird nicht unsere Heimat. Okay. Ah. Waffe. Ryder, wie steht's um Ihr Überlebenstraining? Ich hab schon einiges durchgemacht. Nichts Verrücktes, aber... Tja, jetzt wird's verrückt. Diese Felsen da draußen fliegen. Terra Incognita. Einige dieser Pflanzen sehen wie Tentakel aus. Ist das Wasser hier überhaupt Wasser? Upsa, das war schon wieder der. Okay. Da ist Nachladen. Und da ist irgendein Schub. Diese Bauwerke, die wir beim Anflug gesehen haben, wer kann an so einem Ort überleben? Ich glaube, das will ich gar nicht wissen. Beim Absturz beschädigt. Ohne Nutzen für uns. Okay. Die Stürme hier scheinen nicht natürlich zu sein. Wir jetzt gucken mal, was wir hier alles scannen können. Okay. Ich mach mal kurz eine ganz kurze Pause und bin dann sofort wieder da. So. Ah, nun geht's schon weiter. So. Als erstes möchte ich auch erstmal Danke sagen fürs Followen. Warum wir sollten besser weitergehen. Kein Alert gekommen ist, weiß ich nicht. Ich will gerade ganz ehrlich sagen. Keine Ahnung, warum es so ist. Benjo, kannst du einmal deinen Follow beenden und einmal nochmal ein Follow reinhauen? Sicherheitshinweis. Nicht die Luft einatmen. Ich habe das auf die harte Tour rausgefunden. Verstanden. Denken Sie, diese Energiewolke, die wir gesehen haben, könnte das alles verursachen? Laut Sam besteht sie aus dunkler Energie, aber sie ist im Weltall. Tja, sie
Energie ist eben eine krasse Wolke. Eine Wolke, die Felsen fliegen lässt. Boah. Muss ich echt schon sagen. Ist schon alles ziemlich geil designt. Da hat doch gerade was geschossen. Na los, kommen Sie, wir müssen da durch. Das ist doch verrückt. Willkommen auf Habitat 7. Bleiben Sie in Bewegung. Ah! Verdammt! Boah. Holy fuck, ey. Aus, als wäre es da drunter sicherer. Boah, krass. Ist das real? Was zum Teufel stimmt nicht mit dieser Welt? Sie versucht uns umzubringen. Tja. Einmal kurz. Warum kann ich denn nicht auf mein Inventar zugreifen? Suchen kann sie's. Was ist mit ihrer Waffe? Sie sollten überprüfen, ob sie funktioniert. Schießen Sie mal auf diese Treibstoffzelle. Sie ist sowieso im Arm. Die Zielgenauigkeit lässt zu wünschen übrig, aber die Waffe funktioniert. Ah. Warte, ich hab nur das Ding? Das ist doch totaler Beschiss, ey. Ich hatte mal mehr. Hier gibt's nichts zu scannen, ey. Ob es hier sinnvoll ist, das höchste Objekt zu sein. Fuck! Warum kann ich das denn hier nicht benutzen? Okay. Ich glaube, ich sehe einen Weg nach oben. Wir können die Jetpacks einsetzen, falls nötig. Dann mal los. Ich glaube, ich würde lieber abstürzen. Wie hat mein Dad sie gefunden? Ich war ein Cop und später in einer Spezialeinheit. Echt? Ich erzähle ihm die Geschichte irgendwann mal bei einem Bier. Boah, darüber, ey. Das wird knapp. Na los, wir kriegen das hin. Boah. Ah, ich glaube, ich kann die Spitze sehen. Mal Platz. Danke. Was zum Teufel ist das? Keine Ahnung. Aber wir werden es rausfinden. Sie klingen wie ihr alter Herr. Er hatte recht. Was ist hier schiefgelaufen? Nur was? Eins nach dem anderen. Moin! Ryder, das ist Fischer. Willkommen, Mordern. Warten Sie. Dort. Oh shit. Der sieht nicht freundlich aus. Thema Frieden. Danke, dass Sie eingegriffen haben.
wollten reden, aber sie wollten nicht zuhören. Was blieb uns übrig? Sie haben mein Leben gerettet. Zumindest wissen wir jetzt, was Sache ist. Es gibt hier Aliens, die uns töten wollen. Wir wissen noch nicht mal, was wir wollen. So wie Sie sie behandelt haben? Blutproben, würde ich sagen. Vielleicht verstehen wir sie ja nicht, oder sie verstehen uns nicht. Es ist eine neue Galaxie. Vermutlich gelten hier andere Regeln. Die brechen die Regeln jeder Galaxie. Warum gehen sie so auf uns los? Ich weiß nur eins, ihre Waffen sind genauso effektiv wie unsere. Wo sind die anderen? Tot. Kirkland und Greer wollten Hilfe holen. Ah, Gott, Ball! Geht's? Ah, ich glaube, es ist gebrochen. Gehen Sie und suchen Sie nach den anderen. Sicher? Ja, finden Sie raus, wie wir hier wegkommen. Und erledigen Sie noch ein paar von denen. Okidoki. Kann ich eine Waffe von denen einsammeln? Oh, sehen Sie sich die Leichen an. Was sind das für Dinger? Ich habe hier keinen Kontakt zu CERN, aber ich versuche mal darauf schlau zu werden. Sie sind DNA-basiert. Und ihre Panzerung scheint eine Art Knochenstruktur zu sein. Die Genetikdaten sind allerdings vollkommen chaotisch. Das Leben hat hier offenbar eine andere Richtung eingeschlagen, was? Okay. Ich hoffe, dem anderen Team geht's gut. Wir finden es schon. Allerdings sollten wir die Gegend vorher vielleicht ein wenig auskundschaften. Sie sind der Aufklärungsexperte. Marin! Natürlich. Es sah aus, als wüssten sie, mit einer Waffe umzugehen. Oh, da ist noch so ein Ding. Friedenstruppen der Allianz. Was ist das? Brandmunition, Schildkondensat. Ich will ein Maschinengewehr oder sowas, ey. Auf jeden Fall müssen wir in diese Richtung hier. Boah, fuck. Das ist Ausrüstung aus einem unserer Shuttles. Welches? Wo hat er denn Ausrüstung jetzt gesehen? Hören Sie das? Ist das Kirkland? Ich ergebe mich. Ich dachte, ich ergebe mich. Sie haben ihn erschossen. Pisser, ey. Tot. Ja. Für Kämpfen bin ich immer zu haben. Haben wir ihn. Ich fasse nicht, dass das hier wirklich passiert. Hat Kirkland es geschafft?